Moin Leute, heute stelle ich euch die Dila Turtle X Carbon vor. Sie kostet 50 Euro. Sie ist ungefähr 22 cm hoch und wiegt ungefähr 2 Kilo. Ja, im Lieferumfang ist eben so eine Tragetasche mit Tragegurt, damit man die eben auch mit rausnehmen kann, weil es eher eine Festivalpfeife ist. Dann eine Zange mit Lochfolienstecher. Ein Aluminiummundstück in Schwarz, wie die Pfeife auch, weil ich habe die jetzt in der schwarzen Variante. Dann etwas Hygienemundstücke, damit man auch mit fremden Leuten rauchen kann oder halt auch generell, dass man eben hygienischer unterwegs ist. Dann hier eine Schlauchfeder, damit der Schlauch nicht abknickt später an der Shisha. Dann haben wir hier einen Steinkopf, Tabaksieb. Das Tabaksieb verhindert halt das Durchfallen vom Tabak in die Bowl und es spart sehr viel Tabak. Dann haben wir einen passenden Kaminaufsatz dazu, damit man eben keine Alufolie nutzen muss. Das ist so abnehmbar, damit man keine Alufolie nutzen muss und die Kohle nicht unmittelbar auf die Alufolie legen muss. Was ich auch eine sehr gute Sache finde, was auf jeden Fall praktisch ist. Dann haben wir einen standardmäßigen Silikonschlauch, der ist matt, der ist ordentlich gehalten. Das Matte zieht den Schmutz nicht so an, finde ich auf jeden Fall gut. Dann sieht man hier auch das Dealer-Logo, ist auf dem Schlauch. Also es ist ein sehr guter Schlauch, er riecht auch nicht nach Chemie oder ähnlichem. Also es ist nun wirklich nur zu empfehlen. Kommen wir nun zu der Pfeife. Die Pfeife ist komplett in diesem Schwarzen gehalten. Man hat verschiedene Möglichkeiten, die aufzumachen. Man kann einmal hier das gesamte Tauchrohr und die Base wegschrauben. Dann kann man hier das Tauchrohr abnehmen. Relativ gute Gewinde sogar, ordentlich verarbeitet, auch mit viel Dichtung gearbeitet, damit es auch ja dicht bleibt. Dann ist ein abschraubbarer Diffuser dabei, was ich auch eine sehr coole Sache finde, weil ich sage immer, manche Leute mögen es lieber mit Diffuser, manche ohne. Dann hier eine ordentliche Kopfdichtung, das kann man auch aufschrauben, damit man den Kohleteller abnehmen kann. Dann haben die hier extra sogar noch eine Dichtung reingebaut, dass eben sogar keine Luft dort drüber reinkommen kann. Dann sieht man hier auch auf dem Kohleteller das Logo schön bedruckt, ordentlich gemacht. Also gefällt mir schon sehr gut die Pfeife von der Optik her. Und für den Preis ist es eine relativ gute und ja, qualitativ hochwertige Pfeife auch. Zumal der Support von Dealer auch ein sehr guter ist. Sobald ich ein Problem hatte, was halt nicht wirklich oft der Fall war, ich hatte mal eine Pfeife, da ist mir ein Adapter kaputt gegangen, beziehungsweise beim Transportstack kaputt gegangen, und dann habe ich sofort den Support angeschrieben und es direkt ersetzt bekommen. Also hier oben kann man das Wasser reinfüllen bei der Pfeife. Dann sind hier diese zwei Rauchsäulen, die runtergehen in die Base, die man auch aufschrauben kann. Dann sieht man hier die Kugeln von den einzelnen Adaptern. Man kann die mit vier Schläuchen rauchen, weil die vier Adapter hat, sodass, wenn man mit vier Leuten sogar raucht, dass die immer schön dicht bleibt. Dann sieht man hier nochmal das Logo von Dilo ordentlich drauf gedruckt. Also wirklich gut gemacht, die Pfeife. Nur sehr empfehlenswert. Hier sieht man auch die Carbon-Optik und mit so einer Art Glas, sage ich mal. Also eine sehr schöne und robuste Pfeife für Festivals oder ähnliches. Die kann man halt auch mal mitnehmen, wenn man weiß, die könnte einen Schlag abbekommen. Dann ist es für die kein Problem, weil die halt sehr robust ist. Ich habe die auch schon ausprobiert. Dazu wird demnächst auch noch ein Video kommen zur Rauchentwicklung und ähnlichem. Sie verhält sich sehr gut im Rauchverhalten. Auch mit vier Schläuchen geht kaum Durchzug verloren. Ist auf jeden Fall empfehlenswert und für den Preis unschlagbar auf jeden Fall. Ich werde euch die auf jeden Fall unter dem Video verlinken. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Kommi da. Jo, danke fürs Zuschauen.